Die Naturparke geben die schönsten Kultur- und Naturlandschaften Österreichs wieder. Naturparke in Österreich. Nur vor 50 Jahren wurde der erste Naturpark hier in Sparbach gegründet. Er ist schon 1808, hat der Fürst von Liechtenstein, Fürst Adam II., hat hier dieses Gebiet, das ihm gehört, umgebaut zu einem Jagdgebiet, zu einem Wildpark. Im südlichen Wienerwald mit Baumriesen, einem Tierpark und romantischen Ruinen wie in der Biedermeierzeit. Charakteristische, gewachsene und funktionierende Kulturlandschaften, in denen Natur- und Landschaftsschutz nicht verordnet, sondern von der Bevölkerung geliebt werden. Das sind die österreichischen Naturparke. Einer der südlichsten Naturparke Österreichs ist der Weißensee in Kärnten. Zwei Drittel des Seeufers sind unverbaut. Hier wächst der äußerst seltene und streng geschützte Frauenschuh. Eine wunderschöne Orchideenart. Riedingtal in Zederhaus. Ein weiterer der 47 österreichischen Naturparke befindet sich südöstlich von Salzburg in den Niederen Tauern. Dieses landschaftliche Juwel zwischen hohen Gipfeln und lieblichen Almen zieht Wanderer magisch an. Bodenständige Musik und kulinarische Naturparkspezialitäten aus der Region machen ein geselliges Beisammensein in den Almbetrieben zum unvergesslichen Ereignis. Tiroler Lech, so heißt der westlichste österreichische Naturpark, in dem sich sein Namensgeber als einer der letzten Flüsse Europas frei meandrierend seinen Weg durch die Schotterbänke bahnt. Ein Paradies mit immergrünen Sträuchern für seltene Insekten wie den Kiesbankgrashüpfer. Und eines der letzten Refugien für bedrohte Vogelarten wie den Flussuferläufer oder den Flussregenpfeifer, die hier ihre Brutgebiete haben. Knapp über 3000 Höhenmeter liegt der Naturpark Ötztal. Geprägt durch die typische hochalpine Flora und Fauna und mächtige Gletscher. Himmelstürmige Gipfel zwischen Inn und Isar. Der Alpenpark Karwendel ist mit 727 Quadratkilometern der größte Naturpark Österreichs. Über 2000 urwüchsige Ahornbäume verleihen dem großen Ahornboden seinen unvergleichlichen landschaftlichen Charakter. Vom Ahornboden hinauf in die Baumwipfel, ins Burgenland, an die österreichisch-ungarische Grenze. Eine der Attraktionen des grenzüberschreitenden Naturparks Geschriebenstein-Irötke ist der barrierefreie Baumwipfelweg. Das Zentrum des Naturparks bildet die Burg Lockenhaus, eine mittelalterliche Ritterburg. Ihr Dachgebälk dient streng geschützten Wimpernfledermäusen als Tagesruhestätte. Nur eines von vielen Forschungsprojekten in den Naturparken. Im Unterschied zu den unbewohnten Kernzonen der Nationalparks wird die Natur in den Naturparken nicht vor, sondern von den dort lebenden Menschen geschützt. Die Landwirtschaft dient hier nicht nur der Lebensmittelproduktion, sie ist auch Teil des Landschaftsschutzes. So wie der Weinbau im Naturpark Südsteirisches Weinland die Streuobstwiesen oder der Kürbisanbau für das Kürbiskernöl, das grüne Gold der Steiermark. Musik
Die breite Palette der Naturparkspezialitäten hat längst Einzug in die Spitzengastronomie gehalten. Kinder und Jugendliche sind mit Begeisterung dabei, wenn sich die Lehrkräfte ganz in den Dienst der großen Idee vom Nützen und Schützen der Natur in den Naturparkschulen stellen. Auch in der Naturparkschule Lockenhaus, wo in zahlreichen Projekten immer wieder das Bewusstsein für Natur und ökologische Zusammenhänge geweckt und gefördert wird. Kompetente Naturvermittlung an kommende Generationen ist eine jener Aufgaben, denen sich die österreichischen Naturparke und damit auch die zahlreichen Naturparkschulen verschrieben haben. Die meisten der 47 österreichischen Naturparke, nämlich 22, befinden sich in Österreichs größtem Bundesland, Niederösterreich. Obwohl die vier Grundprinzipien, nämlich Schutz, Erholung, Bildung und Nachhaltigkeit in Sachen Regionalentwicklung für alle Naturparke gelten, gleicht doch keiner dem anderen. So zählt der Naturpark Ötscher Thormeuer zu den einsamsten Gegenden Österreichs. Tiefe Schluchten rund um den Ötscher, mit Kaskaden aus quellfrischem Trinkwasser, die das Kalkgebirge durchfurchen, machen die Region zum einzigartigen Natur- und Wanderparadies. Die nördlichsten Naturparke Österreichs befinden sich im Waldviertel. Einer davon der Naturpark Nordwald. Ein weitläufiges Waldgebiet mit einem Hauch Skandinavien. Der Naturpark Blockheide Gmünd. Eine typisch Waldviertler Kulturlandschaft mit tonnenschweren Granitblöcken, die es durch ihr originelles Aussehen zu internationaler Berühmtheit und eigenen Namen wie Brotlaib oder Pyramide gebracht haben. Die Naturparke sind für die Bevölkerung enorm wichtig, nicht nur wegen der Erholung, nicht nur für den Schutz dieser Landschaften, sondern auch für die Bildung, für die Kinder, für die Jugend, dass sie mit der Natur umgehen lernen, dass sie Natur schätzen lernen. Nach intensiver Ausbildung und bestandener Prüfung legen sich die Naturparkführerinnen und Führer besonders ins Zeug, wenn es darum geht, auf abenteuerlichen Exkursionen die Faszination von Natur und Landschaft zu vermitteln. Es gibt herrliche Landschaften und die können in den Naturparken erhalten bleiben. Die Idee der österreichischen Naturparke ist vor über einem halben Jahrhundert entstanden und ihre vier Grundprinzipien von Schutz, Erholung, Bildung und Regionalentwicklung sind heute noch genauso aktuell wie damals. Vom Hügelland bis ins Gebirge.